Herzlich willkommen zu unserer Serie Österreich hat Muskelschwund. Nach meinem ersten Beitrag unter dem Slogan und zu der gesamten Thematik haben wir aus ganz Österreich so viele Reaktionen erhalten, dass wir uns entschieden haben, eine ganze Videoerklärungsserie daraus zu machen. Ich will ganz einfach aufzeigen, wie wichtig Krafttraining für unsere Kunden in den Fitnessclubs ist, aber vor allem auch, wie wichtig es für jene ist, die noch kein regelmäßiges Krafttraining machen. Und zwar egal wie alt und welche gesundheitlichen Beschwerden man hat. Jene ca. 12% unserer Bevölkerung, die bereits ihren Körper durch richtiges Muskeltraining pflegen, wissen, dass das gesunde Krafttraining wesentlich mehr ist als nur Sport. Und für den großen Teil dieser Aktiven hat Krafttraining mit Sport gar nichts zu tun. Für sie ist es eine Notwendigkeit, eine Medizin, körperliche Beschwerden zu lindern oder sogar ganz zu beseitigen. Ab dem 30. Lebensjahr baut unser Körper 1,3% Muskelmasse pro Jahr ab, wenn wir die Kraftfasern unserer Muskulatur nicht trainieren. Das bedeutet, dass wir mit 80 nur noch 50% dieser lebensnotwendigen Körperstruktur hat. Muskelschwäche durch Muskelabbau führt zu gravierenden gesundheitlichen Beschwerden, die vor allem im Alter sogar lebensentscheidend sind. Vom Verlust der Lebensqualität ganz abgesehen. Stellen wir uns einen 80-Jährigen vor, der zu Hause auf einem Sessel sitzt und aufstehen will. Ist der Kraft- und Muskelabbau, man bezeichnet das in der Medizin als Sarkopenie, normal fortgeschritten, da die Muskeln keinen Belastungsreizen ausgesetzt werden, wird der Mann so aufstehen. Ihm fehlt ganz einfach die Kraft, sich ohne Mühe aufzurichten. Hat er durch seine Muskeln, und zwar die Kraftfasern der Muskulatur, regelmäßig trainiert, dann wird er ohne Mühe aus der Sitzposition aufstehen. Aber welche gesundheitlichen Folgen ergeben sich daraus? Das mühevolle Aufstehen ist nicht nur beschwerlich und anstrengend, es belastet das Herz, den Blutdruck, erhöht durch die Anstrengung den Puls und bringt Erschöpfung. Hingegen wird bei ausreichender Muskelkraft keine Anstrengung empfunden, das Herz nicht belastet, der Blutdruck wird nicht steigen und auch der Puls nicht. Aber wie behält man die Muskulatur? Wie behält man die Kraft unserer Muskulatur? Leider nicht, wie oft behauptet, mit Radfahren, Spazieren gehen, Wandern und so weiter. Wir müssen unsere Muskeln Widerständen aussetzen. Sie regelmäßig belasten, und zwar so, dass wir einen Trainingsreiz auslösen. Und das funktioniert nur mit Krafttraining. Und wenn Beschwerden vorliegen, bei älteren Personen, dann eben differenziert auf das Beschwerdebild. Und genau dafür sind wir und unsere Trainer da. Stellt euch doch einmal vor, wie viele Medikamente sich die Krankenkassen sparen würden, wenn alle Menschen regelmäßig ihre Muskeln trainieren, sprich pflegen würden. Aus dem Grund sind wir ganz einfach systemrelevant. Aber stattdessen spricht unsere Regierung ein Betretungsverbot für Gesundheitseinrichtungen, also unsere Fitnessclubs, aus. Interessant dabei ist aber, dass Sarkopenie in Reha-Einrichtungen, sogar in ambulanten medizinischen Einrichtungen derzeit als Rehabilitation, und zwar nach Corona-Erkrankungen, eingesetzt wird. Daher verstehen wir als Kompetenzzentrum gegen Muskel- und Immunschwäche unser Berufsverbot in keinster Weise. Zu Österreich hat Muskelschwund gibt es so viele Themen, die ich in den nächsten Folgen aufzeigen möchte, und freue mich schon auf die nächste Serie. Bis dahin, alles Gute und nutzt jede Möglichkeit, eure Muskeln zu belasten.